I tam to ochło na środek. Nam des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Segne Vater diese Gaben. Amen. Amen. Segne Vater diese Gaben. Segne Vater diese Gaben. Segne Vater diese Gaben. So segne die Gaben, sie Gemeinschaft bei Tisch. Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Ja, bardzo serdecznie chciałbym przywitać tutaj księdza biskupa Gebhardt z diecezji Rotem-Wolbe-Stuttgart. Dzisiaj mamy też okazję tutaj spotkać się z pracownikami naszej kurii, z kurii i sądu, też dyrektora Caritasu. Heute haben wir auch Möglichkeit, haben, treffen uns mit Mitarbeitern für unser Diözesanamt. Mit dem Direktor von Caritas, von der Kirchengericht. I dwóch gości naszego, dwóch kolegów naszego wikariusza generalnego, który już przedstawiłem. Und zwei Kollegen von unserem Generalvikar. Też tutaj katolickiego, zwłaszcza dla kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Ich möchte noch bedanken, also von unseren Mitarbeitern, unseren Priester, für Herr Bischof, für ihre Unterstützung, dass sie unterstützen katholische Kirche, besonders römische katholische Kirche. Aber auch wird noch kommen Nachtisch und die Gäste werden gehen im Raum. Po tych latach komunizmu byśmy sami się nie podźwignęli. Weil nach den kommunistischen Zeiten es wäre unmöglich für uns selber diese römische katholische Kirche aufbauen. I jesteśmy zawsze, pamiętamy o naszych dobroczyńcach, w swoich naszych modlitwach. Nasi wierni zawsze są informowani, skąd ta pomoc przychodzi. Wir beten immer für unsere Wohltäter und Gläubigen, die bekommen diese Hilfe. Werden immer informiert, von wo kommt diese Hilfe, diese Unterstützung. Cieszymy się, że przyjechaliście to, żeby zobaczyć też i wasz wkład w odbudowę tego kościoła tutaj na Ukrainie. Und wir freuen uns, dass Sie sind hierher gekommen, um zu anschauen, wo haben Sie, welche Projekte haben Sie unterstützt. I prosimy, żebyście dalej o nas jeszcze pamiętali. Und bitten Sie, dass und hoffen, dass Sie werden weiter uns unterstützen und bauen weiter die römische katholische Kirche in der Ukraine. Po obiedzie pojedziemy jeszcze na takiego ośrodek braci Albertynów, którzy pracują z bezdomnymi, zobaczymy. Nach dem Mittagessen beim Rückfahrt zum Priesterseminar könnten wir noch kurz anschauen, den also die Armenheim, ein Heim, dann wird von Albertinen geführt für die Obdachlosen. A wieczorem będziemy razem dziękować Panu Bogu za rok, zakończony rok akademicki w naszym seminarium. Und jeszcze ten święty Teres, der schon hier ist. Dann noch von den Heiligen Teresa, die Kirche werden wir anschauen und dann werden wir zusammen feiern Gott, Eucharistie und